Moin zusammen, hier ist Leon Henri. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück hier bei unserem Alberic de la Côte, unserem jungen, ja, wobei so jung ist er mittlerweile auch nicht mehr. Ich glaube, er ist mittlerweile in seinen 30ern, aber naja, immer noch ein stattlicher Herr, ein stattlicher Krieger im Dienste seiner Majestät des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches, und mit dem ist er zuletzt recht erfolgreich doch auf Jagd gewesen. Und jetzt ist die Frage, was so seine nächsten Ziele sind. Momentan scheint es einigermaßen ruhig im Reich zu sein, aber es gibt auch so das ein oder anderen Querulanten, und das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen, wen es dort besonders im Auge zu behalten gilt. Und zwar schauen wir dafür hier einmal auf die Fraktion, die es aktuell gibt gegen unseren Lehnsherrn, und hier ist unser südlicher Nachbar, Herzog Bertrand II. Der Provence. Er ist in einer Unabhängigkeitsfraktion. Er ist offensichtlich ja hier als relativ ferner Herzog unzufrieden mit der Herrschaft oder vor allem mit dem Vasallentum unter Kaiser Heinrich und will hier unabhängig werden. Ja, er ist ja unser Nachbar, und ja, unser Alberic gehört de jure jetzt auch nicht zum Kaiserreich. Dennoch ist er ein treuherziger Ritter und ist hier ja auch, so haben wir uns das am Anfang vorgestellt, im Grunde ja hier ernannt worden zum jungen Grafen. Auch nach dem Tode seines Vaters hat er für eine gute Tat hier diese Ländereien bekommen, und dementsprechend fühlt er sich auch verpflichtet dem Kaiser gegenüber. Das heißt aber, dass er diesen Herrn hier durchaus im Auge behalten sollte und wird hier an seiner Grenze, um da im Zweifel intervenieren zu können, auch für seinen Kaiser. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, was können wir hier machen? Wir haben jetzt nicht so wirklich Möglichkeiten, ihn zu beeinflussen. Ich weiß ja nicht so recht, aber wir können ja zumindest mal so ein bisschen mit dem Vorsatz der guten Nachbarschaft hier aus dem Rat unseren Spitzel hier nach, wie heißt seine Burg hier? Können wir es hier genau sehen? Ich weiß nicht ganz genau. Wir schicken ihn nach Arles. Genau, schicken unseren Ratsspitzel so ein bisschen unter dem Deckmantel der Diplomatie hier nach Arles und werden ihn mal damit beauftragen, hier nach einigen Geheimnissen zu suchen. Gut, dann wir schauen mal, im Rat des Kaisers sind wir natürlich nicht, wobei es hier ein Bürgermeister zum Ratskämmerer des Heiligen Römischen Reichs geschafft hat. Nicht schlecht, sehr interessant, ein Bürgermeister, der auch noch hier niedriger Geburt ist. Oh mein Gott, und der Fürstbischof ist ja absolut ungeeignet. Oh mein Gott, mit schrecklichem Bildungswert. Nun gut, es ist, wie es ist. Ich wollte da aber darauf gar nicht hinaus, sondern wir waren ja, wie gesagt, mit unserem Kaiser auf der Jagd und haben ja auch das Geweih eines mächtigen Rothirschen haben daran erlangen können und waren so ein wenig verwundert, weil das hier bei uns auftauchte. Aber schaut mal, wenn wir uns Kaiser Heinrich nochmal nehmen, hier sein Inventar, dann sehen wir tatsächlich unter den Schmuckstücken, also es ist kein Hofartefakt, sondern es gilt als Schmuckstück, hier dieses Geweih eines Rothirschen. Und wir sehen auch, wenn wir uns hier die Geschichte anschauen, dass es erschaffen worden ist am 10. November, eben von unserem Alberic, und dann als Geschenk an den Kaiser überreicht wurde. Sehr, sehr schön. Er trägt es momentan noch nicht, wobei das für ihn eigentlich nur Vorteile hätte, bringt ihm tatsächlich einiges an Prestige. Söldneranwerbekosten sind reduziert, 2%, das ist gar nicht mal so wenig. Und er hat auch weniger Anspannungszuwachs, aber die gepressten Krokusse, die hat er eher hier als Schmuckstück bei sich in der Auslage. Nun gut, ansonsten nochmal ein Blick ins Reich. Tatsächlich in Bayern, ne, wo war es, in Schwaben. Herzog Rudolf ist hier meines Erachtens noch immer derjenige, welche, genau, der das hier entsprechend geerbt hatte und trotz vieler Kriege und Probleme bisher hier immer noch weiter am Ruder. Allerdings verteidigt er wieder gegen Graf Hermann. Ein Krieg gegen die Tyrannei.
Aber auch da dürfte er eigentlich erfolgreich sein. Ansonsten, wenn wir hier noch reinschauen nach Oberlothringen. Das sah mir auch eigentlich so aus, als sei da irgendetwas, aber nein, das ist nur farblich abgehoben. Ja gut, das war hier die Umrandung in Württemberg, aber das ist der hier entsprechend schwäbische Konflikt. Nun gut, wie gesagt, ansonsten eher ruhig hier im Reich, alles soweit unter Kontrolle und dann ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, was ist weiter das Ziel unseres Alberic? Er hat nämlich das Ziel, irgendwann mal an einem großen Prachtturnier teilzunehmen. Selbst wird er als kleiner Graf vermutlich nicht in der Lage sein, ein solches Turnier auszurichten. Es muss schon mal eines stattfinden, aber dann wird er alles daran setzen, dorthin zu reisen. Jetzt hat aber erstmal diese Jagd hinter sich, hat dafür viel Geld ausgegeben und wird sich jetzt wieder hier auch der Ausbildung seiner Mündel, und zwar den beiden Söhnen des Kaisers, Prinz Heinrich und seinem jüngeren Bruder Prinz Walram, widmen. Nun gut, dann schauen wir mal. Erstmal gibt es irgendwo fern eine Mischkultur. Und unsere, mein Gott, unsere Gemahlin, die gute Martha, ist ein weiteres Mal schwanger. Und es wird wieder gespielt. Guichard, mein Sohn, wurde von Herzogin Wiltrud zu einem Beisammensein von Gleichgesinnten eingeladen. Eine junge Dame aus Niederlothringen. Unser vierjähriger Sohn Guichard, benannt nach seinem Großvater. Ja, ich denke, es gibt keinen Grund, weshalb er dort nicht hinreisen sollte. Bricht er also auf und macht sich dann mit kleinem Gefolge sicherlich hier auf dem Weg nach Oberlothringen. Das kann man schon mal machen. Wo es war Niederlothringen. Ja, der Weg ist dann doch ein Tick weiter. Boah, wobei hier, ich weiß nicht ganz genau, wo sie langreisen, durch etwas kriegszerrüttete Frankreich. Das ist natürlich nicht der Weg, der gegangen werden sollte. Nun gut, aber, oh nein. Es gab eine Frühgeburt. Das Kind sollte nicht sein. Meine Gemahlin Gräfin Martha versichert mir zwar, dass dies angeblich zum Leben dazugehört, aber dennoch verweilt ihre Hand auf ihrem Bauch. Sie ist nicht länger schwanger. Nun gut, immer schmerzhaft, aber so etwas kommt vor. Ansonsten macht auch unser Bruder eigentlich ganz gute Arbeit hier mit der Entwicklung der hier unseres Stammsitzes. Entwicklung 13. Das sieht doch ganz gut aus. Und jetzt geht es das erste Mal um den jungen Prinzen, um Heinrich. Mein Mündel Heinrich möchte seit langem nur noch eines, eine Lumpenpuppe. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm seinen Wunsch in 3 Monaten erfüllen werde, wenn er sich mehr auf seine Studien konzentriert. Seit diesem Versprechen strengt er sich doppelt so sehr bei seinen Studien an. Okay, ich würde euch niemals hinters Licht führen, Heinrich. Er wird treuherzig. Er muss sich in erster Linie dem widmen, was er bereits hat. Dann wird er zufrieden oder ich sollte ihn eine anpassungsfähige Denkweise lehren. Nein, ich denke, wenn unser Alberic ihm das hier verspricht, dass er diese Lumpenpuppe haben soll, dann wird er hier sein Versprechen halten und wird hier den jungen Prinzen niemals hinters Licht führen. Ansonsten ist natürlich schon interessant, es gibt aber auch nicht wirklich erkennbare Auseinandersetzungen. Oh, wir sehen allerdings, unser guter Konrad ist mittlerweile nachsichtig geworden. Es gibt keine Auseinandersetzung irgendwo zwischen Konrad und den jungen. Wobei, er hat hier eine Freundin, Agnes, die Tochter von Herzog Pierre. Ah, okay, die beiden haben sich tatsächlich angefreundet. Sehr interessant. Und mittlerweile ist unser guter Konrad ja auch 10 Jahre alt. Wie alt ist sie? 13. Oh, sie ist schon verlobt.
Mit dem Sohn von König Wratislav. Da hat er aber eine gute Partie für sie ausgehandelt. 16 Jahre ist er alt. Ist er der zukünftige König? Nee, das ist er nicht, aber der zweite. Er war es doch, oder? Ja, der zweite in der Thronfolge. Aber die gute Agnes befreundet mit unserem Sohn. Hier bei André ist noch nichts weiter passiert. Dann haben wir noch unsere beiden Töchter, Maria und Aloysia. Die sind aber noch beide relativ jung. Ist hier etwas bei dem jungen Heinrich? Nein, da sehen wir auch keine weiteren, keine Freunde, keine Quälgeister oder dergleichen. Und der junge Walram, auch bei ihm ist das nicht der Fall. Ja, nun gut, aber unser Sohn Konrad ist vielleicht irgendwann auch so langsam alt genug, dass sich dort mal umgeschaut wird nach einem möglichen Verlöbnis. So, und unser Ratsmarschall und Ritter Giraud hatte wieder einen weiteren Befehlshaber, den er uns vorstellen möchte. Humbert de Saint-Gilles, sein Name. Ja, ich würde sagen, gibt es keinen Grund, warum er uns nicht dienen soll. Er kommt zu uns an den Hof und vielleicht ist das auch eine Gelegenheit. Denn wenn wir uns mal unseren Rat anschauen, Giraud hat tatsächlich jetzt schon sehr, sehr lange, interessanterweise erst auch mit Roger und mit Frederik hier befreundet. Er hat uns jetzt mittlerweile schon sehr lange gedient und extrem gute Arbeit gemacht. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, hier mal eine Auszeichnung zu erschaffen, um ihn eben zu loben für seine wirklich guten Verdienste hier als Ratsmarschall. Ich bin mir nicht ganz genau, wie das, oder bin nicht ganz genau sicher, wie das funktioniert. Wir können auch mal wieder einen Übungskampf machen. Das ist sicherlich auch eine Möglichkeit. Also hierüber funktioniert es nicht, sondern wir wählen das hier aus. Wir wählen dann unseren guten Giraud. Okay, Amtsträger der französischen Truppen. Ne, das müssten wir noch mal. Taktiker und Jagdmeister. Er ist ja gar nicht unser Hofjagdmeister. Brillanter Stratege. Fels. Oder ein besonderer Grobian ist er eigentlich auch nicht. Amtsträger der französischen Gefährten. Also Taktiker, also als brillanter Stratege könnten wir ihn sicherlich nennen. Und dann als zweites hier Fels als Nebenauszeichnung. Ja, aber wie benennen wir jetzt seinen Titel? Amtsträger. Ja, als Ratsmarschall, ich habe da eine Idee, ist er ja vielleicht hier unser erster Ritter zu Leiden. Also der erste Ritter sozusagen hier unserer. Müssen wir nur noch mal sicher sein, Graf von Leiden, dass ich das richtig geschrieben habe. Ja, erster Ritter zu Leiden ist dieser Titel und diese Auszeichnung werden wir jetzt schaffen. Sehr schön. Er ist jetzt aktuell der ausgezeichnete Ritter. Er wäre sein Nachfolger. Es steht ja allerdings wieder Amtsträger der französischen Truppen. Nein, das wollen wir nicht, sondern können das eigentlich auch so. Erster Ritter zu Leiden. Gut, dass es noch geht. Muss man. Ah, okay, man muss das mit Enter bestätigen. Sehr gut. So, jetzt schauen wir mal als Nachfolger, ob er der Nachfolger wäre oder wenn wir mal in den Rat schauen, wenn wir ihn ersetzen würden. Nee, Roger wäre aktuell
im Grunde der Nachfolger. Können wir hier sogar auswählen. Ist das auch der Roger? Ja. Ist abergläubisch. Ja, ihn können wir dann als Nachfolger auswählen. Sehr schön. Und damit ist er ein ausgezeichneter Ritterratsmarschall und ausgezeichneter Ritter von euch. Sehr schön. Er ist jetzt unser erster Ritter zu Leiden. Sehr, sehr gut. Tja, und ich denke, wenn unser Alberic die Möglichkeit hat, gerade jetzt, wo er auch nicht viel anderes zu tun hat, nochmal wieder einen Übungskampf zu machen, leider wird er nicht annehmen. Relatives Kampfgeschick minus 38. Na gut, dann wird unser Alberic hier aber seine Kämpfer durchgehen. Was ist mit Gauthier? Ist der bereit? Nein. Was ist mit Humbert? Auch er ist nicht bereit. Wird es wieder Rainer werden? Offensichtlich können wir nicht. Ach, kann überhaupt nicht ausgewählt werden. Nee, gegen Rainer nicht. Gegen den Bürgermeister. Er wird das auch nicht annehmen. Was ist denn mit dem? Arno? Ja, die werden natürlich immer schlechter. Es kann nicht sein, dass es hier keinen Ritter gibt. Aha. Humbert de Saint-Gilles, der Mann, der gerade neu zu uns an den Hof gekommen ist. Ah, vielleicht kann unser Alberic ihn hier gleich mal testen. Soll er mal zeigen, was er kann? Wir werden gegen ihn hier einen Übungskampf machen. Er wird es annehmen. Sehr gut. Zu Beginn des Kampfes umkreisen Umbere und ich uns einige kurze Momente eher gemächlich, wobei jeder seine Möglichkeit sucht, eine Lücke zu finden. Ich schwinge meinen Streitkolben bereit, mich zu verteidigen, während er sein Schwert fest in der Hand hält. Dieser Kampf mag zwar nur bis zum ersten Blutvergießen gehen, doch das beruhigt meine Nerven nicht im geringsten. Ein plötzliches Zucken kündigt den Beginn unseres Gefechtes an. Als unerwarteterweise Humbert gelingt einen hinterhältigen Tritt gegen mein Schienbein. Aha, er ist auch so einer. Das war im ersten Kampf auch schon so. Okay, stärkere Männer als ihr sind beim Durchbruch meiner Deckung gestorben. Wir konzentrieren uns auf nichts mehr, als ihn zurückzuhalten. Ah. Passt aus meiner Sicht nicht so gut. Wobei, wenn er jetzt hier vielleicht direkt zu Beginn in den Angriff geht, dann werden wir uns erst einmal auf die Verteidigung konzentrieren und dann vielleicht aus einer sicheren Deckung heraus agieren. Mein Streitkolben ist ein besserer Beschützer als jeder Schild und pariert und kontert jede Attacke, die von Humbert ausgeht. Wo auch immer er sein Schwert hinbewegt, ist mein Streitkolben bereits da und wartet. Wohl wissend, dass er völlig unterlegen ist, schleudert Humbert sich mir entgegen und zwingt mich mit der gesamten Verzweiflung eines Todgeweihten nach hinten. Nun gut, das ist er jetzt nicht zwingend. Okay, dann denke ich, können wir hier eigentlich in die Offensive übergehen. Ja, wir werden uns jetzt hier nicht über ihn lustig machen. Und wir verfallen in ein fieses Spiel, indem wir die Schwächen von ihm aufzählen. Das werden wir auch nicht tun. Wir werden jetzt unsererseits in den Angriff übergehen und ihm zeigen, wie wir mit dem Streitkolben umgehen. Mein Streitkolben wirbelt wie fließendes Wasser um Humbert herum und jeder Schlag verkettet sich mit dem nächsten, was zu einer Reihe von perfekt abgepassten Angriffen führt. Unerwarteterweise gelingt es Humbert, einen hinterhältigen Tritt gegen mein Schienbein schon wieder schuft auszuführen, was mich kurzfristig zum Humpeln bringt. Jetzt können wir uns wieder auf die Deckung konzentrieren. Ja, wobei, jetzt wo das zweite Mal hier uns auch so auf diese hinterhältige Art und Weise
attackiert hat. Naja, und er hat uns zweimal gegen Shima getreten. Ansonsten ist er noch nicht gegen unsere Deckung angekommen. Wir werden eine Weile uns auf die Defensive bemühen. Und wir lassen ihn sich ermüdend, während wir selber wach und frisch bleiben. Immer wieder aufs Neue weiche ich den Angriffen meines Gegenübers aus, wobei ich darauf achte, immer auf einer für es verlockenden Distanz zu bleiben. Ohne Ballschirm zeigt Umbert auch Anzeichen von Erschöpfung. Unerwarteterweise gelingt es ihm einen hinterhältigen Tritt. Was ist, haben sie denn immer mit diesem Schienbein? Jetzt werden wir hier aber mal... Ich denke, ein wenig Wut hat sich auch angespannt, also, oder angesammelt. Also jetzt Angriff, Parade, Riposte. Sehr schön, und damit ist es hier auch gelungen. Mein Streitkolbenarm bewegt sich schnell wie der Blitz und trifft so heftig wie ein zerbrochener Stein. Mächtigen Schlag um mächtigen Schlag unterwerfe ich mein Gegenüber mehr und zwinge es mit aller Wut, die St. Georg mir verliehen hat. Gott, als nur noch ein zitterndes, blutiges Häufchen Elend übrig ist, frage ich mich, ob ich zu weit gegangen bin. Schließlich hustet Umbert so stark, dass er sein Schwert verliert. Erst dann erlaube ich mir einen kleinen Seufzer der Erleichterung. Alles, was noch bleibt, ist, die gegnerische Waffe wegzutreten und meine eigene an seine Kehle zu halten. Es braucht ein paar Versuche, doch Umbert schafft es schließlich aufzugeben. Sehr schön, wir sind siegreich. Und unsere Mutter ist jetzt Jungärztin geworden. Offensichtlich hat sie ihn direkt auch behandelt. Ich nehme die Waffe herunter und wende mich Umbert zu, um ihn angemessen zu applaudieren. Er tut es mir gleich. Gut gekämpft, mein Graf. Ich bin ganz und gar geschlagen, wimmert er. Doch achtet darauf, dass dieser Erfolg euch nicht zu Kopf steigt. Boah, es geht mir bestens. Ein guter Kampf. Und... jetzt haben wir hier eigentlich wieder diesen Perk bekommen. Ritterlicher Antrieb. Und jetzt hoffe ich, dass dieser Perk auch diesmal quasi korrekt übertragen wird. Wir haben eigentlich hier immer noch die eingebildete Überlegenheit von unserem ersten Kampf gegen Renier. Oder den guten Rainer, wie auch immer wir ihn nennen mögen. Nun gut, aber auf jeden Fall der zweite erfolgreiche Übungskampf. So, und es meldet sich Bürgermeister Bernard Easy. Ihn hatten wir ja hier in die Provence geschickt. Trotz all unserer Bemühungen habe ich keine Geheimnisse aufspüren können. Ich glaube nicht, dass wir überhaupt irgendwas finden. Nee, wir werden ihn hier noch etwas weiter dort lassen. Ansonsten gibt es jetzt hier in der Lombardei offensichtlich Ärger. Herzog Gottfried muss sie verteidigen. Fürstbischof Ubaldo von Cremona wehrt sich gegen die Tyrannei, wahrscheinlich eher die Tyrannei hier seines Regenten. Nun gut. Wir schauen derweil nach Lothringen, wo alles in Ordnung zu sein scheint. Was ist denn mit unserem Sohnemann eigentlich? Er ist auch wieder zurückgekehrt. Okay, gut, in Ordnung. Dann würde ich sagen, blicken wir jetzt zum Abschluss nochmal kurz auf die Kriege hier in Frankreich. König Philipp, minus 11%, also das ist tatsächlich auch ein Krieg. Wann hat er angefangen? Okay, gut, in Anführungszeichen erst vor 3 Jahren, das kommt mir fast schon länger vor. Hier der Krieg um seinen Thron sozusagen. Wir schauen derweil auf England. Ah, und die haben tatsächlich einen Krieg hier mittlerweile verloren. Und zwar den gegen die Bretagne. Schaut euch mal an, wie groß und mächtig jetzt Herzog Conan, der Schandfleck der Bretagne, ist. Er hat hier die ehemaligen Ländereien, wo William the Conqueror quasi herkommt, hier von der, aus der Normandie hat er für die Bretagne erobert. Ansonsten die norwegische Invasion scheint er aber auch
abgewendet zu haben. Es sind aber auch alles Bündnisse hier und keine Waffenstillstände. Wissen wir also nicht ganz genau, wie dieser Krieg ausgegangen ist. Jetzt kämpft er in Anführungszeichen nur noch hier an der Seite von Philipp und damit sind sie eigentlich überlegen. Gut, wir werden sehen, wie es hier in unserer Nachbarschaft weitergeht. Das ist natürlich durchaus ein Krieg, der unseren Alberic hier auch interessiert. Hat er nicht nach Frankreich hinein mehr Grenzen als ins Heilige Römische Reich hinein? Nun gut, dann werden wir sehen in der nächsten Folge, wie das Ganze weitergeht. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid und wieder mit am Start seid. Also bis dahin macht es gut, euer Henri.